Kalium, wichtig für den Körper und wie du einen Mangel erkennen kannst. Der menschliche Körper besteht zum größten Teil aus Wasser, aber auch viele Mineralstoffe machen ihn aus und sind wichtig für eine gesunde Funktionsweise. Einer dieser wichtigen Stoffe ist Kalium und ist verantwortlich für unsere Muskeln, Knochen, das Nervensystem und eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit. Es hilft aber auch, Krankheiten vorzubeugen und unseren Stoffwechsel zu regulieren, was eine Gewichtsabnahme und einen Muskelaufbau positiv beeinflussen kann. Kann der Körper nicht über ausreichend Kalium verfügen, so kann das zu Beschwerden führen, die manchmal nicht leicht zu deuten sind. Folgende Anzeichen können die Folge eines Kaliummangels sein: Bluthochdruck. Kalium ist dafür verantwortlich, unseren Blutdruck zu regulieren. Wenn wir nicht ausreichend Kalium im Blut haben, kann das dazu führen, dass der Blutdruck steigt. Müdigkeit. Wenn du dich ständig müde und schlapp fühlst, aber keinerlei Gründe dafür erkennen kannst, kann das ein Anzeichen für einen zu niedrigen Kaliumanteil in deinem Körper sein. Dies ist tatsächlich eins der ersten Symptome und kann durch Muskelschmerzen verstärkt werden. Beine und Arme schmerzen, aber auch die Atemwege oder der Magen-Darm-Trakt kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Es fühlt sich fast so an, als wenn eine Grippe im Anmarsch ist, aber ohne, dass sie wirklich ausbricht. Taubheits- oder Kribbelgefühl. Ein Gefühl, das viele Menschen einfach ignorieren, aber ein klares Anzeichen, dass etwas in deinem Körper nicht stimmt. Kalium unterstützt die Aufrechterhaltung gesunder Nerven und fördert die Muskelkontraktion. Wenn wir nicht ausreichend davon in unserem Körper haben, kann das zu einem Taubheitsgefühl führen und auch ein Kribbeln in den Muskeln hervorrufen, sodass wir sie nicht mehr anstrengungslos einsetzen können. Herzrasen. Auch ein unregelmäßiger Herzschlag kann ein Anzeichen für einen Kaliummangel sein. Bereits nach kurzer Anstrengung kann dein Herz schneller schlagen als gewohnt oder auch andersherum. Gerade wenn das Herz langsamer schlägt, kann das mit einem Schwindelgefühl einhergehen. Verstopfung. Ein Kaliummangel kann zu einer eingeschränkten Funktion von vielen Organen, besonders auch der des Darmtraktes, führen. Das kann zu einer Verstopfung, Krämpfen, Völlegefühl oder auch zu Blähung führen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Symptome eines Kaliummangels den Symptomen vieler anderer Krankheiten sehr ähnlich sind. Daher sollten diese Symptome nicht allein betrachtet werden, sondern eher als Gesamtbild. Und wenn du dir nicht sicher bist, kann das einfach durch einen Bluttest bei deinem Arzt herausgefunden werden. Ein Kaliummangel zählt zu einer Elektrolytstörung im Körper und kann durch Medikamente, eine schlechte Nierentätigkeit, starke Flüssigkeitsverluste durch Erbrechen, Durchfall oder starkes Schwitzen oder auch in seltenen Fällen durch eine Fehlernährung ausgelöst werden. Aber auch ein zu hoher Salzkonsum kann ein Auslöser sein. Zum Glück gibt es viele Nahrungsmittel, die dieses Defizit kompensieren können. Um den Kaliumspiegel im Körper zu erhöhen, sind Avocados, Bananen, Aprikosen, grünes Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Nüsse und Vollkornprodukte bestens geeignet. Wenn kaliumreiche Lebensmittel zu lange gekocht werden, kann sich der Kaliumanteil aus dem Lebensmittel lösen. Gerade bei gekochten Kartoffeln ist das so. Deshalb solltest du das Kartoffelwasser nicht abgießen, sondern sammeln und als Grundlage für eine Brühe oder Suppe verwenden. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir würden uns darüber freuen und dich gerne weiterhin mit gesunden, natürlichen Informationen versorgen. Dafür musst du nur noch unseren Kanal abonnieren, wenn du es nicht bereits getan hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bleib gesund.